Hallo, liebe Deutschlernende, ich bin hier gerade in meinem Keller und ich habe versucht, etwas im Keller zu finden, meine Denkbox. Aber scheint so, als ist die Denkbox vergraben. Ja, was ist eine Denkbox? Eine Denkbox ist, ja, ich habe mir den Begriff ausgedacht. Eine Denkbox ist eine Box, die Gedanken enthält. Ja? Also ich nehme übrigens auf, um euch mal ein bisschen etwas zu zeigen von meiner Wohnung, wie es hier so aussieht. Ja? Also das war mein Keller. Ja? Es ist leider zu dunkel, um euch mehr im Keller zu zeigen. Aber zurück zur Denkbox. Ja. Die Denkbox ist im Keller und mach schnell das Licht aus. Die Denkbox ist im Keller und sie ist dort vergraben, weil ich ganz viel im Keller habe. Ja. Ich lagere ganz viele Gegenstände im Keller. Und dort ist meine Denkbox und es ist gut, dass sie dort vergraben ist. Denn jetzt komme ich dazu zu erklären, was eine Denkbox ist. Eine Denkbox ist eine Box, die ich mir vorbereitet habe, ja? Also eine ganz einfache Box. Und ich habe kleine Papierschnipsel vorbereitet. Und ich habe ein paar Gedanken auf diese Papierschnipsel geschrieben. Und nicht nur Gedanken, sondern auch ja, Dinge, die ich gerne machen möchte und ja, alle möglichen Gedanken. Und dann habe ich diese Papierschnipsel zerknüllt, also zu einem Kügelchen gemacht, ja. Und habe sie in diese Box geschmissen, die ich Denkbox nenne. Ja. Und die Idee ist, dass ich mir diese Gedanken für viele Jahre aufhebe. Ja. Und wie gesagt, es ist eigentlich ganz gut, dass dass die Denkbox in meinem Keller verschollen ist. Ja. Sie ist verschollen, das heißt, ich finde sie gerade nicht. Ja, ich finde sie gerade nicht und deswegen ist sie verschollen. Also dieses Adjektiv benutzt man hauptsächlich für alte Schätze. Ja, ein alter Schatz ist verschollen. Ja, und im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr oder irgendwann werde ich diese Box finden und dann werde ich erstaunt sein, was ich so alles geschrieben habe. Ja? Und das ist die Idee der Denkbox, dass man sich jetzt Gedanken aufschreibt, sie in eine Box tut und sie über mehrere Jahre vergisst. Und wenn ich sie finde, kann ich sie aufmachen, ich greife hinein, hole ein Kügelchen raus, mache es auf. Und dann kann ich es lesen. Ja? Und so komme ich auch ganz zufällig einen Gedanken. Ja? Ich greife einfach rein und bekomme ganz zufällig den Gedanken aus der Denkbox. Ja? Ich hoffe, das Konzept ist verständlich. Ich wollte es eigentlich illustrieren, indem ich euch die Box zeige und anhand der Box erkläre, was eine Denkbox ist. Aber ich habe sie nicht gefunden. Ja? Also müsst ihr euch einfach vorstellen, eine Box, ja? Eine Kiste. Und in diese Kiste habe ich ganz viele Papierschnipsel reingetan. Ja? Papierschnipsel, ja? Also kleine Fetzen, kleine Teile von einem Blatt Papier. Ja? Diese Schnipsel habe ich, wie gesagt, Gedanken aufgeschrieben. Und diese Gedanken bewahre ich für viele, viele Jahre auf. Ja, und so, das wird bestimmt auch sehr interessant. So erfahre ich, wer ich früher war. Ja, ich habe auch dieses Gefühl, wenn ich mir alte Briefe durchlese oder alte Tagebücher, ja,
dann merke ich, wie sehr ich mich entwickelt habe. Ja? Insofern ist mein Tipp oder mein Vorschlag für heute, ja, mach dir doch eine Denkbox. Ja? Und in 2-3 Jahren wirst du dir dankbar sein. Ja? Nimm dir einfach einen alten Schuhkarton, ja? Einen Karton, wo du früher Schuhe reingemacht hast, und mach dort einfach ein paar Schnipsel rein mit Gedanken. Tu diese Kiste in den Keller oder irgendwo hin, wo du sie viele Jahre lang nicht siehst. Und dann wirst du sie eines Tages finden und du wirst dich sehr freuen. Bevor ich es vergesse, möchte ich noch kurz Nagayuna danken. Vielen Dank, Nagayuna. Ja, Nagayuna ist ein neuer Förderer auf Patreon. Und falls du auch spenden willst, gehe einfach zu patreon.com/authenticgermanlearning. Alles zusammengeschrieben, keine Bindestriche. Ja? Nagayuna ist ein neuer Förderer. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.